Gott nicht offen. Ich sage mal, hallo. Und wer von euch sagt jetzt hallo? Es sagt keiner hallo von euch. Okay, dann lasst mich doch ruhig doof sterben. Ne? Lasst mich ruhig doof sterben. Also, ich weiß, ich soll nicht rauchen. Aber bitte, es ist meine Gesundheit und ich konserviere mich jetzt auf diesem Weg. Ja? Jeder auf seinem Weg, aber gut, ich mache aus. Ich mache wirklich aus, damit ihr seht, ich möchte ja keine, wie heißt das, keine Kinder verführen zum Rauchen. Leute, jetzt mal wieder das Wort zum Montag, das Wort zur Politik und zu anderen Themen. Ich möchte wieder anfangen mit einer ganz bestimmten Sache. Ich bin ein Diamond. Wisst ihr noch, ich habe mal so ein Video gemacht. Das ist schon einige Tage her. Und da habe ich mal gesagt, ich bin ein Diamond. Und dann, einige Leute haben mir das sogar geglaubt. Und dann haben die mich gefragt, warum bist du ein Diamond? Ja, ich gesagt, ja, ich ganz einfach. Ich habe gesagt, du hast mich gefunden. Und ein Diamond lässt sich finden. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, vorhin habe ich was von einem, glaube ich, Diamond gelesen. Also nicht von mir. Ich glaube, das ist gar kein Diamond. Ich glaube, das ist ein Dämon. Aber gut, ist egal. Und er hat wirklich geschrieben, wie lange wollen die noch Strom für 25 Cent kaufen und schlechtes Wasser aus der Leitung kriegen und alles und Kram. Und da sage ich, hallo Bruder, was ist denn jetzt bei dir falsch gelaufen? Und was muss da falsch gelaufen sein? Du schreibst dann wirklich noch Strom, bitteschön, dezentral. Dezentral machen. Jeder in seinem eigenen Haus. Ja, toll, klasse. Aber bitte ohne Wind und ohne Sonne. Also keine Solaranlagen oder so. Nein, nein, ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt. Also irgendwie, vielleicht kauft sich jetzt jeder so ein paar Hamster und setzt die in das berühmte Hamsterrad, wovon ja die Networker mal reden, und lassen die da laufen und dann schließen sie Dynamo an und dann werden sie wahrscheinlich irgendwie zu Strom kommen. Leute, lasst euch bitte von solchen Leuten nicht verarschen. Der will euch verarschen, dieser Mann, weil sonst würde er die Frage nicht stellen. Oder er will sich interessant machen. Das kann natürlich sein. Dann hast du, Alter, wenn du das willst, hast du meine Achtung, wirklich. Sieh mal, egal wie du den Strom erzeugst, du musst ihn speichern oder komplett sofort verballern. Das geht natürlich auch. Okay, außerdem, ich wohne hier in einer Region, ich kriege mein Trinkwasser aus dem Harz und das ist gut. Das ist gut. Also ich kann es jedenfalls noch trinken. Und die Wasserqualität ist besser, als wenn ich mir irgendwo eine Flasche Sprudel kaufe oder sowas. Aber bitte, gut. Deine Entscheidung, das zu sagen, nur Leute, gesteht mir bitte zu, aber dass ich sage, das ist doch Blödsinn, was der Kerl da sagt. Ja? Also das sind ja nun Dinge, die sind ja so weit weg von Gut und Böse, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber gut, okay, das war jetzt zu dem, mein Wort zu dem Diamond. Ich bin immer fassungslos, wenn ich das höre, ich bin ein Diamond. Also finde ich so, ja, finde ich ein geiler Spruch, wirklich. Also wenn man Geld damit verdienen kann, ist das ein guter Spruch. Wirklich, das ist ein guter Spruch. Also ich habe nichts gegen Geld verdienen, wirklich nicht. Und ich gönne es auch jedem, aber veralbert die Leute nicht so. Mensch. So, wie gesagt, das war jetzt das Wort zu den Diamonds. Jetzt mal zu unserer großen Politik. Also ich bin ehrlich, ich habe gestern Morgen habe ich auch gefiebert und habe bei Phoenix geguckt und habe gesagt, wann fangen die jetzt endlich an, diese Auszählungsgeschichte mal vorzulesen und sowas. Und dann kamen ja da irgendwelche schlauen Leute an und unser Olaf auch war dabei. Olaf, nicht Olaf hat Husten, der nicht, ne? Das ist der Olaf Scholz aus Hamburg, der war auch dabei. Der hat sich dann in seiner unnachahmlichen Art dahingestellt und hat da irgendwas erzählt, aber da komme ich gleich zu. Zu Olaf komme ich gleich nochmal, zu Olaf. Jetzt erstmal nochmal zu diesem Wahlergebnis. Also toll, klasse. Also da haben jetzt 400.000 oder 466.000 SPD-Mitglieder haben jetzt diese Republik
einige Zeit im Würgegriff gehabt und haben gesagt, wir wollen das mal abstimmen. Jetzt haben die abgestimmt, noch nicht mal alle, selbstverständlich nicht. Und der zweite Runde haben gesagt, ja, los, Angie. Ich nehme jetzt ein Wort im Mund, was die Networker immer so sagen. Tun! Angie, tun! Fass es an! Das Wort mit den drei Buchstaben. Tun! Aber tu auch was! Aber Angie, nee, Frau Merkel, Frau Dr. Merkel, Sie werden dann sicherlich am 14., wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Ihren Amtseid sprechen. Ja? Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kommt da dann vor, dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Sie möchten sich dem Wohle des deutschen Volkes widmen. Also des deutschen Volkes. Deutsch. Nein, ich bin kein Mensch der AfD. Und ich werde die bestimmt nicht wählen. Und ich hänge denen auch nicht, noch nicht bei meinem Fantasen nach. In Gedanken. Wirklich nicht. Aber es geht um das deutsche Volk. Und wenn es Ihnen um das deutsche Volk geht, dann würden Sie sich am 14., nachdem Sie dann diesen Spruch gemacht haben im Bundestag, ja, stellen Sie sich hin und revidieren vielleicht Ihre Meinung zu dem armen Mann da, der Chef von der Essener Tafel. Weil der denkt an die Deutschen. Der denkt an die Deutschen. Der denkt auch an andere. Wenn genügend da ist, können alle was kriegen, gar keine Frage. Aber es ist nicht genug da. Und aus dem Grunde ganz einfach sollten sich vielleicht bei dem Mann entschuldigen. Und diese ganzen Hirnrissen, die da rangeschrieben haben, er ist ein Nazi, sollten sich auch bei dem entschuldigen. Weil der denkt wirklich an das deutsche Volk, nämlich an die armen Leute, die da auf seine Tafel angewiesen sind. Ja? So. Aber in Zukunft wird das alles anders in dieser Republik. Weil wir bekommen unseren Olaf. Olaf. Olaf Scholz. Der Macher aus Hamburg. Der Macher aus Hamburg. Der ist zugelassen, der wird Finanzminister. Finanzminister. Also der darf jetzt in Zukunft mit 700 Milliarden rumspielen. Ne? Toll. Und der wird das genießen. Weil er hat ja mal irgendwie, glaube ich, ein Erbe angetreten in Hamburg. Von einem, der dann auch mal irgendwann hingeschmissen hat, und gesagt, gib mir nicht mehr an, der ganze Blödsinn, ich will mit der ganzen Politik nichts mehr zu tun haben. Das war Ole von Beust. Fangen beide mit O an. Und man sagt dann, oh, 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 was ist denn hier los? Also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2007 hat der Ole von Beust gesagt, wir brauchen hier diese Elbphilharmonie. So diesen Tempel für die Reichen und Schönen dieser Welt, die dann da hingehen und sich dann da irgendwas anhören und wenn da Beethovens Neunte gespielt wird oder sowas. Oder die Symphonie zum Weltuntergang. Das mag alles sein. Aber als die das mal geplant haben, da sollte das, glaube ich, so 240 Millionen kosten. Das ganze Gebilde mit Hotel, mit Tiefgarage oder Parkgarage oder Parkhochhaus und wie das alles ist. Und die haben das fertig gekriegt. 2017 war das Ding fertig. Vielleicht ein bisschen geringfügig zu spät. Aber, und jetzt das sage ich jetzt zu unserem neuen Finanzminister, unserem Olaf Scholz. Olaf, ich darf sagen Genosse, weil ich habe die SPD gewählt. Ich bin zwar kein eingetragener Genosse, aber ich sage jetzt mal Genosse, Genosse der Bosse. Ach nee, das war unser Gerd Schröder. Olaf, du hast zugelassen, dass das Ding geringfügig teurer geworden ist. Also so von 240 Millionen, wie es mal geplant war, ja klar, sicherlich wird ja jedes Jahr alles teurer, ne? Und hat das jetzt knapp 290 Millionen gekostet. 790, entschuldige, nicht 200, das wäre ja toll. 790 Millionen. Und ein Mann, der das mit zu verantworten hat, der wird jetzt Finanzminister. Hier in diesem Deutschland. In der Bundesrepublik Deutschland. Spitze. Olaf, du hast alles richtig gemacht in deinem Leben. In der Schule hast du gut aufgepasst, hast gesagt, werde Politiker und geh irgendwann nach Bonn, nach Berlin. Und da verdienst du richtig Kohle. Erst in Hamburg, da den Namen ein bisschen vortauen und dann verdienst du da richtig Geld. Klasse, wirklich, habe ich nichts gegen. Ich finde das geschmeidig. Geschmeidiger würde ich es finden, wenn ihr das mal vor der Wahl sagt, was ihr vorhabt. Ja, so, dass ihr sagt, Mensch, das ist doch toll, guck mal, und klasse und riesig und gefällt uns alles, ja. Aber naja, wahrscheinlich
ist das nicht so angedacht. Und Finanzminister in Spee, muss man ja sagen, jetzt ist er ja noch nicht. Weil es ist ja ein großes Geheimnis. Es ist ein ganz großes Geheimnis, wer darf denn jetzt von der SPD jetzt da mitspielen? Ich habe gehört, Olaf ist so gesetzt für die SPD, wie früher Lothar Matthäus bei Bayern München war. Dieser Fußballer, weißt du, der durfte immer spielen, egal ob es ihm schlecht ging oder nicht schlecht ging, er hat gespielt. Und so, Olaf ist jetzt gesetzt als Finanzminister. Und die anderen, das sagen wir, warten wir noch nicht. Weil das sieht ja doof aus. Verstehe ich. Müsste auch nicht mehr. Der sagt das mal erst nächsten Montag und bis dahin können wir noch ein bisschen überlegen und die Journalie kann ein bisschen schreiben und kann ein bisschen Rätselraten machen. Was das jetzt mit Erneuern der SPD zu tun hat, weiß ich nicht so genau, aber gut, vielleicht ist das eine neue Art. So, und jetzt bin ich wieder bei unserem Olaf. Das ist der Mann, der jetzt die HSH Nordbank mit abgewickelt hat. Mit seinem Kumpel da aus Schleswig-Holstein. Und die waren schlau. Jetzt haben die das Ding, die haben die HSH Nordbank, haben sie verkauft. An irgendwelche wilden Investoren. Und diese Investoren bezahlen 1 Milliarde dafür. Jetzt könnte jeder Unbedarfte könnte sagen, ist doch geil, Mensch, die haben was verkauft und kriegen noch 1 Milliarde dafür. Ja, das ist auch toll. Na klar, sicherlich. Naja, aber was so ein bisschen untergegangen ist, die Milliarde kassieren die. Aber also, weil die das für 1 Milliarde gekauft haben. Im Endeffekt wird das ein paar Milliarden kosten. Vielleicht 10 Milliarden oder 15 Milliarden. Weiß nicht, so ungefähr so. Es gibt ja so verschiedene Größenordnungen, die da geredet werden. Das müssen da alle Steuerzahler müssen das bezahlen. Aus Hamburg, Schleswig-Holstein müssen das bezahlen müssen das Geld dann dem Investor wieder überweisen. Oder was weiß ich, wie das läuft. Also so richtig kommuniziert wird das nicht. Weil die setzen sich ja so ein bisschen elitär dahin und erzählen dann irgendeinem vom Pferd. Weil sie meinen, du. Und ich, wir müssen das nicht verstehen. Müssen wir auch nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Kocht doch euer Süppchen so schön weiter, ihr schlauen Politiker. Ich meine, Olaf, auch wenn du es nicht glaubst, in 3,5 Jahren wird wieder gewählt. Und auch, ja, Frau Dr. Merkel, sie soll sich auch zur Leibe ziehen, in 3,5 Jahren wird wieder gewählt. Okay, und jetzt siehst du, Olaf, und das ist jetzt der Fehler, den du gemacht hast. Diese Merkel, diese Frau Merkel, Dr. Merkel, die wird dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Die geht dann aufs Altenteil. Weiß nicht wohin. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, wo ich sie hinhaben möchte, aber das ist egal. Nur du wahrscheinlich nicht. Also die hat es hinter sich und du hast dich einspannen lassen, hast du Pech gehabt. Also, ich sage mal, also warum spielt ihr so mit den Leuten? Warum liegen meine Haare so scheiße? Ist ja auch fett. Also warum spielt ihr jetzt so doof mit den Leuten? Sagt doch bitte vorher ganz einfach, was ihr vorhabt. Einfach nur vorher sagen. Vor der Wahl, vor der Wahl, also vor dem 24. hätte er sagen müssen. Also so auch dieses Theater, was jetzt die SPD gemacht hat, mit dem Künast, mit diesem jungen Wilden aus der Jungsozialistenschaft da und was, ich weiß es nicht, was hier los ist in diesem Land. Hallo? Da wird man zum Wählen getrieben? Nein, mich haben sie nicht getrieben. Ich bin da freiwillig hingegangen, auch komischerweise. Ich war wohl blöde. Aber gut. Und da kommen irgendwelche Ideen und sagen, ja, wir wollen gar keine Regierung. Und eigentlich wollen wir, ja doch, eine Regierung wollen wir schon, aber natürlich nicht mit denen und nicht mit dem und keiner will mit wem. Was ist los? Also ich habe es mit Schrecken in den letzten Jahren verfolgt. Dass da im Bundestag Leute rumlaufen, die haben Drogen genommen. Drogen, ne? So Christel und Ess und Kram, ja? Aber ich denke, da sind unheimlich viele mittlerweile, die so sich eine Nase reinziehen jeden Tag oder was. Ich weiß es nicht, an irgendwas muss es liegen. Wirklich nicht. Denn das kann ja nicht sein, sonst würden die ja mal irgendwann, würden die mal vernünftig werden und würden sagen, mal auf, wir wollen uns nicht mehr verarschen. Und unser Bundeskanzler würde sich hinstellen und würde sagen, ich halte mich mal an mein Amtseid. Ja, ich werde Schaden von Deutschland abwenden. Meine Worte jetzt, steht da nicht so, was sie liest was anderes vor, aber so meine Worte.
Und ich werde zum Wohle des deutschen Volkes, werde ich da sein. Ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das hat die jetzt dreimal schon gesagt. Dreimal. Okay. Aber ich glaube, die hat sich dreimal nicht dran gehalten oder irgendwas muss hier falsch gehen. Oder wirklich, die letzten 12 Jahre war ich auf dem falschen Planeten oder sowas. Also, Frau Dr. Merkel, ich habe Sie nicht gewählt, aber Sie sind nun meine Bundeskanzlerin. Okay. Und ich werde Sie wirklich an Ihren Worten, die Sie da am 14. sprechen, weil Kollege Schäuble wird Ihnen das hervorhalten und dann werden Sie es ablesen. Ich hoffe, Sie werden nicht rot dabei. Rot vor Scham, weil Sie genau wissen, dass, egal was Sie da vorlesen, interessiert Sie dann 2 Stunden später sowieso nicht mehr. Nein. Leute, und nochmal, wirklich, also ich bin wirklich kein Mensch der AfD, echt nicht, wirklich nicht. Also die sind noch schlimmer. Ja, also wenn die was zu sagen kriegen, um Gottes Willen, dann wird es Zeit, über ein Exil nachzudenken wahrscheinlich oder sowas, weiß ich nicht. Weil, nochmal, Worte euch ins Gehirn holen. Zieht es euch nochmal rein. Kollege Gauland von der AfD hat sich hingestellt, hat gesagt, also wir haben ein Wahlprogramm hier aufgestellt, ein Parteiprogramm. Und da steht ganz klar drin, alleinstehende Frauen in Deutschland ist nicht mit uns. Also er hat nicht gesagt, also gleich zwangsverheiratet, hat er nicht gesagt, aber hat er gemeint. Und das finde ich schon ein bisschen sehr grenzwertig. Also ich denke, das muss jede Frau für sich selber entscheiden, ob sie wieder heiraten will oder nicht. Also, aber gut, egal, wieder ein anderes Thema. So, also wir haben jetzt unseren Olaf gehabt, wir haben unsere Bundeskanzlerin gehabt und was ich mal sage, also Leute, Mensch, warum müssen die jetzt so mit uns spielen? Hm? Sag mal, warum müssen die so mit uns spielen? Oh, da schreibt einer die Drogen. Ja, ich habe den Eindruck, dass die wirklich, wirklich, ich weiß auch nicht, oder die trinken falschen Kaffee. Oder vielleicht sind die natürlich Diamond-Anhänger und kriegen jetzt das falsche Wasser in ihren Kaffee rein. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, oh ja, Mensch, da bin ich gerade drauf gekommen auf den Gedanken. Also man muss auch um die Kurve denken in diesem Land. Bitteschön, also muss so sein. So, und zu diesen beiden, zu jetzt Dr. Merkel und Olaf Scholz, gesellt sich jetzt unser Hotte. Hotte Seehofer. Also das ist der Mann, der da in München weggemobbt wurde. Ich hätte jetzt gedacht, er kriegt einen Burnout. Wir kriegen ja alle. Aber nee, der kriegt keinen Burnout. Der sagt also, ach, der, ich werde Innenminister jetzt. Innenminister von Deutschland. Also der wird jetzt das Ressort übernehmen, wo er vor, glaube ich, 1,5 Jahren oder sowas, da wollte er die Regierung noch für verklagen. Wisst ihr noch, als die vielen Flüchtlingen, die hergekommen sind, da wollte die verklagen. Und jetzt wird der Chef von der ganzen Bande. Mal sehen, was da mal rauskommt. Das wird lustig. Also vielleicht zeigt er sich selber an. Das wäre ja auch was. Das wäre was. Und Hotte bringt jetzt also einen seiner Adjutanten mit, weil der hat so einen Fahnenträger an der Seite, der immer gesagt hat, Hotte, du bist gut. Und das ist Kollege Scheuer. Zurzeit noch Generalsekretär von der CSU und der wird jetzt Verkehrsminister. Er wird Verkehrsminister, weil er Plan hat. Jetzt fragt er mich wieder, warum hat der Plan? Ja, kann einmal, also, vor dem Dobrindt, das war dieser Letzte, der uns die Autobahnmaut hier aufgeschwatzt hat, die dem Staat Geld kostet, also dir und mir, es kostet Steuern und bringt nichts. Es kostet im Endeffekt, aber das spielt ja keine Rolle. Also, jedenfalls, er hat das gemacht, der Kollege Dobrindt. So, und vor dem war Ramsauer, auch so ein CSU-Mann, weil ja, vielleicht müssen die Alpen verteidigen, oder weiß ich auch nicht, warum die jetzt immer das Verkehrsministerium kriegen, jedenfalls der Ramsauer war da. Und da war der Scheuer, war da Staatssekretär. Und weil der Staatssekretär war, ist er natürlich nicht eingeatmet, eingearbeitet. Er ist eingearbeitet in die Materie. Das heißt also, er braucht nicht mehr hingeführt werden zu dem Blödsinn. Er kennt den Blödsinn schon. Wahrscheinlich kennt er den Blödsinn noch schlimmer als die anderen. Und das ist jetzt keine höhere Mathematik. Das ist nicht Minus mal Minus ist Plus. Nee, nee, hier ist Nichtwissen gleich Nichtwissen ist noch schlimmer als gar nichts wissen. Also Müll. Einfach Müll.
Und die werden das jetzt, dieses Land, jetzt in Angriff nehmen und werden das jetzt gerade machen hier. Weil ja alle sagen, also uns geht es gut. Hier in dieser Bundesrepublik Deutschland geht es uns gut. Wir sind die Insel der Glückseligkeit. Die Insel der Glückseligkeit. Also es gibt zwar 920 Tafeln oder 69 Tafeln, wo alte Menschen hingehen oder sozial Schwache hingehen müssen, damit sie überleben können überhaupt. Also die zählen nicht. Die zählen nicht, nee, die nehmen einfach nicht wahr. Die machen wir weg. Weil wir auf der Insel der Glückseligen wohnen. Weil es allen gut geht. Jim, also dir geht's gut und mir geht's auch gut. Klar, sicherlich. Ich darf es morgens noch aufstehen, darf noch atmen. Deshalb geht es mir gut. Ja, kein Problem. Und ich brauche wenn ich mal einen Braten essen möchte, dann brauche ich nicht der Herrjahr mit Pfeil und Bogen oder mit der Knarre irgendwie durch die Gegend schießen, sondern ich kann in den Laden gehen, kann mir den kaufen. Auch richtig. Da haben Sie recht, wirklich. Ganz bestimmt. Ja, doch, bin ich voll dafür. Nur, es ist krank. Ja, es ist alles krank, aber. Bitte, also ich weiß nicht, ich bin einer von ganz vielen, die zur Wahl gegangen sind. Und wir haben die komischerweise auch noch gewählt. Also wir haben wahrscheinlich nichts anderes verdient als solche Menschen wie unseren Olaf, der Millionen über Millionen verbrennt. Verbrennt, wirklich, das ist in meinen Augen verbrennen. Also wenn etwas 240 Millionen in der Plane kostet und nachher mit 790 Millionen rausgeht, dann haben die da 500 Millionen oder über 500 Millionen haben die verbrannt. In meinen Augen. Also jedes privat geführte Unternehmen hätte den Schlüssel drehen müssen hinten, da wäre der Staatsanwalt gekommen, hätte gesagt, das ist, weiß ich auch nicht, Insolvenzverschleppung oder sowas. Aber gut, bitte, bei denen nicht, auch genau wie bei HSV Handel und Nordbank, da wird auch keiner für eingesperrt, für den Mist, den die da verzapft haben, mit ihren ganzen wilden Schiffsanleihen, die sie gemacht haben, hat die Bank ja gemacht, die haben wir da richtig reingesteckt, ne? In Dampfer. Ich weiß nicht, was der eine oder andere von euch jetzt denkt, wenn ich über Schiffe rede, ganz einfach. Nein, ich sage es jetzt nicht, dass es hier ein Network gibt, die dann irgendwann Schiffe kaufen. Die da schon, ja, das sage ich jetzt nicht. Also, nee, möchte ich nicht. Also, ich halte mich an mein gegebenes Wort. Okay, so, also, wir haben also über die Diamonds geredet, wir haben über Olaf geredet, wir haben über Dr. Merkel geredet, über unsere Bundeskanzlerin in Spee. Und über heute haben wir auch geredet, über Scheuer haben wir auch geredet, denn er war heute natürlich so schlau und hat jetzt natürlich den Koalitionspartnern der CDU und der SPD noch so einen Staatsminister, nee, Staatssekretär heißt das ja, aus den Angeln geleiert, ganz einfach, weil er gesagt hat, wir brauchen jetzt noch so eine Staatsministerin für digitales Zeug und sowas. Ich weiß nicht, die alle reden immer von digital und. Wahrscheinlich wird morgen die Welt untergehen, weil der Strom ausgeht und dann werden sie alle da sitzen mit digital. Ich weiß nicht, was die vorhaben, aber gut, es mag ja sein. Also es gibt schlaue Leute, die schreiben da Doktorarbeit drüber und sagen, es ist ganz einfach. Also wirklich, die Welt wird digital. Okay, alles klar. Und dann höre ich den nächsten, der sagt, also pass auf, das wird so digital genommen, dass du deinen Job verlierst. Nee, ich nicht, ich bin Rentner, aber ihr verliert alle euren Job. Weil es wird alles digital. Dann sage ich, von was reden die bitte schön? Wenn die sagen, also gut, in der Autoindustrie werden einige Leute ihren Job verlieren, weil, weiß ich nicht, weil es alles digital wird. Also ich kann mit dem Wort nicht viel anfangen. Vielleicht kann mich auch mal jemand aufklären. Also ich dachte mal, digital heißt genau, ich kriege gleich mal eine vernünftige Internetanbindung hier. Aber ja, gut, weiß ich auch nicht. Nee, gibt es ja nicht. Weil es uns gut geht in diesem Land. Und weil ja 12 Jahre, die haben 12 Jahre gebraucht, um festzustellen, dass es uns gar nicht gut geht. Also auf der einen Seite sagen sie, ja, es geht uns ganz gut. Und auf der anderen Seite sagen sie, nee, uns geht es gar nicht gut. Weil das fehlt noch und das wollen wir jetzt alles besser machen. Und das ist die Legitimation dafür, dass sie wieder ein paar Jahre weitermachen dürfen. Finde ich geil. Das hat was. In meinen Augen hat das wirklich was. Also sie drehen es sich so hin, wie sie es wollen und haben noch nicht mal schlechtes Gewissen dabei. Phänomenal. Wirklich, also man muss auf die Idee kommen, wirklich. Also man muss auf die Idee kommen. So, jetzt nochmal zu den
zu der Tafelgeschichte, weil es uns ja so gut geht. Deshalb gibt es ja nun diese 29 Tafeln. Und ich habe ja so ein Gespräch gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, auf Phoenix läuft das ab und zu. Augstein und Blume. Augstein, so ein junger Bilder, und Blume, was weiß ich, irgendwie einer, der bei der Bildzeitung mitgemacht hat oder noch mitmacht, oder ich weiß ich nicht. Das ist ja alles, bei denen ist es ja alles sehr, sehr komisch bei den Leuten. Und dieser Blume hat sich hingestellt und hat gesagt: Augstein, nein, 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 stopp mal, stopp mal, stopp mal. Also, das ist ja mit der Tafel, das stimmt ja alles so nicht. Weil, naja. Also, diese Sozialhilfeempfänger in Deutschland, die kriegen ja nun genügend Geld für Essen, die kriegen ihre Miete, alles wird bezahlt. Also bitteschön, also die brauchen da gar nicht hingehen. Aber im Umkehrschluss heißt das, diese Tafeln können sie zumachen morgen. Weil es gibt keine Altersarmut, es gibt auch keine versteckte Kinderarmut, das gibt es nicht. Also wenn ich jetzt Blome heißen würde und würde so viel Geld verdienen wie der, dann würde ich das auch sagen. Ja, weil der weiß das wahrscheinlich gar nicht, was Realität in diesem Land ist. Der hat auch noch nie Menschen gesehen, die irgendwie an Raststätten rumlaufen oder durch die Stadt laufen und da in die Mülldinger reingucken und da die Flaschen rausholen, die fallen müssen, damit sie was zu nehmen haben. Kollege Blome, es ist Realität in diesem Land. Aber ich muss ihm sagen, also Augstein hat ihm den Vorschlag gemacht: Blome, wir beide gehen jetzt mal zur Tafel und gucken uns an, was da überhaupt läuft. Und da hat Blome gesagt: Ja, bin ich dabei. Ich gucke mir das an. Also wahrscheinlich wird das jetzt so laufen, also Leute, wie immer. Ne? Also die werden jetzt anrufen und werden einfach mal auf. Also, Augstein, Blume, wir kommen vom Phoenix, vom Fernsehen, wir bringen Fernsehteam mit. Und wir kommen jetzt mal in 14 Tagen. Gucken wir uns mal bei euch die Tafel an. Bereitet das mal alles schön vor, dass das nicht ganz so wild aussieht. Und das wird dann wahrscheinlich live im Fernsehen gezeigt oder auch als Aufzeichnung. Und dann sagen sie, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Und sie werden natürlich garantiert wieder irgendwelche Leute finden, die sagen: Naja, ich gehe hierher, weil ich mein Geld sparen will. Die Leute werden sie wieder finden. Die werden also nicht diese alte Oma wirklich finden, aber die mit wirklich ein paar Euro durch die Gegend krippeln muss. Die aber auch in mich gearbeitet hat. Die werden sie natürlich nicht nehmen. Und natürlich werden sie wie immer jetzt, immer wenn ich Fernseher mache, wenn irgendwelche Umfragen gemacht werden oder sowas, dann sehe ich immer Leute, die nicht gerade aussehen wie also wirklich jetzt Deutsche. Also nicht, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Also ich meine jetzt nicht irgendwelche, die deutschen Pass haben, sondern nee. Also wirklich, ich weiß auch nicht, was. Die werden interviewt, komischerweise. Aber gut, auch ein anderes Problem. Nein, ist halt so. Und ich sage, das muss alles so nicht sein. Und das sollte so nicht sein. Also, wir werden verarscht. Wir werden vom Fernsehen verarscht. Wir werden von den Politikern verarscht. Und die Leute, die im Netzwerk unterwegs sind, die wissen das selber. Da wird man noch mehr verarscht. Ja, aber gut, gegen das Netzwerk könnt ihr euch wehren. Da könnt ihr aus wilden Geschichten könnt ihr rausspringen, könnt sagen: Bruder, wenn du da Geld verdienen willst, bitteschön, kannst du gerne machen, aber ohne mich, ich mache da nicht mal mit bei dem Mist. Also, das liegt also ganz an euch. Weil da wird ja so viel gelogen und so viel versprochen und toll und riesig, und morgen seid ihr alle reich. Ich habe noch gar keinen Reichen gesehen. Sag mal, kann hier mal einer jetzt mal so ein Herzchen schicken oder sowas? Was ist denn hier los? Oder ist mein Computer kaputt? Das ist doch blöde. Wer sieht denn hier zu? Mann, Mann, Mann. Unbegreiflich. Nein, also gut. Ah! Leute! Christine G. Müller. Christine, ich grüße dich. Christine ist dieses Mädchen ganz einfach, die also diese wunderbare Seite hat, die Welt als Reiseziel. Die Welt als Reiseziel. Leute, meldet euch da an. Sind da gerade mit 240 Leute, glaube ich, drin oder sowas. Und sie hat jetzt wieder ein paar Fotos reingestellt, der Winter ist bald zu Ende und so. Und ich finde sowas ganz niedlich. Wirklich. Und wenn ihr Fragen zu Reisen habt, dann geht da rein in die Gruppe und sagt: Mensch, ist denn das? Jennifer, ich kenne Jennifer, kenne ich. Ja, sage ich: Hallo, alles klar. So, pass auf, Leute, jetzt nochmal wieder zurück. Das war jetzt, Christine, ich musste dich begrüßen, tut mir voll leid. Aber du bist natürlich eine ganz kleine Freche. Ich habe dir gestern was geschrieben, du hast das nicht beantwortet. Also da müssen wir nochmal ernsthaft drüber reden. Oh, jetzt kommt meine Katrin auch noch dazu. Hallo, Katrin. Auch dich habe ich gesehen. Na klar, du war natürlich auch, Christine. Ich sehe euch, nicht. Ich bin wahrscheinlich blind oder kurze die Hörer. Nein, genau. Also ich wollte jetzt noch mal zu meinem Thema kommen. Vielleicht habt ihr heute Morgen mal gesehen,
Es läuft ja schon seit im Frühstücksfernsehen, seit 5:30 Uhr läuft ja schon, aber die streiten sich jetzt darum, dass unsere Nationalhymne umgeschrieben werden muss. Die muss umgeschrieben werden, wirklich. Nee. Nicht mehr Vaterland darf da drin stehen. Nein. Das darf da nicht mehr singen. Vaterland. Gott. Nein. Wir kriegen noch einen Heimatminister. Ein Heimatminister kriegen wir einen. Wirklich einen Heimatminister. Unser Hotte wird Heimatminister auch noch. Innenminister und Heimatminister. Man kann ja nicht sagen Innenminister und Vaterlandsminister. Die sagen nicht wirklich, es muss jetzt umgedichtet werden. Ne? Und da darf auch nicht mehr drinstehen, Brüder. Ne, da darf auch nicht mehr drinstehen. Nein, nein, gar nicht mehr. Es muss geschlechtsneutral sein. Weil sonst sind die Frauen diskreditiert oder so. Also wirklich, also wenn das die Probleme in diesem Land sind, dann haben wir wirklich ganz, ganz große Probleme. Das muss da bin ich wieder bei den Politikern. Also, tut mir leid, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was die jetzt wollen von uns. Ja? Sie sollen einfach sich mal hinstellen und sagen, wir wollen euch verarschen. Das sollen sie mal öffentlich im Bundestag machen. Damit jeder in 3,5 Jahren seine Lehre zieht. Und dann, aber nee, jetzt nie. Nochmal, Leute, nochmal. Also ich bitte inständig darum, ihr könnt ja wählen, wen ihr wollt, meinetwegen was Sahra Wagenknecht oder was weiß ich, und meinetwegen auch diesen komischen Lindner von der FDP oder so, aber bitte nicht den Gauland. Also Alexander Gauland ist ein Verräter der CDU, ganz in meinen Augen. Wirklich ist er. Denn der hat bei der CDU in Hessen richtig mitgemischt. Ja? Richtig mitgemischt. Und hat dann gesagt, ja, hier komme ich nicht weiter, jetzt gehe ich mal zur AfD, da werde ich was. Und dann hat er geschwenkt. Ja, toll, klasse. Also Achtung, er hat es gut gemacht, also wie viele in der Politik. Aber gut, ich könnte es ja geben, nur ihr müsst mir auch zugestehen, wenn ich sage, also ich lese da in dem Parteiprogramm, ich habe das wirklich durchgelesen, das Parteiprogramm der AfD, wirklich. Ja? Und was ich da gelesen habe, das war für mich sehr erschreckend. Sehr, sehr erschreckend. Also ich habe nichts gegen Nationalbewusstsein. Habe ich nichts gegen, ganz bestimmt nicht. Nein, ich bin Deutscher, stehe ich zu. Klar. Wenn ich in der Türkei bin, dann stehe ich dazu und sage, pass auf, ich bin Deutscher. Na klar, sicherlich. Und wenn Türke zu mir sagt, also es geht schon, dann sage ich, nee, es geht nicht. Weil du bist zu böse dafür und du musst das mal lernen. Oder mach es richtig oder guck mir zu, wie es wirklich geht oder sowas. Das habe ich auch gemacht. Gut, stehe ich zu. Das heißt nicht, dass die Türken doof sind. Ganz bestimmt nicht. Aber ich habe einige kennengelernt, die sind nicht nur dumm, also wirklich, aber das geht von Deutschen natürlich genauso, natürlich, sicherlich. Aber ich bin nun mal Deutscher, ganz einmal, deshalb sage ich es so. Und das Ganze, das Ganze, weil das macht mich wirklich immer sprachlos, wirklich, ja? Es macht mich ja sprachlos. Und dann kommen wirklich Leute auf die tolle Idee und sagen, nein, 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 nein. Ihr, unser deutsches Volk, diese 82 Millionen, die in diesem wunderbaren Land leben, ihr seid uns wichtig. Nur ihr seid uns wichtig, kein anderer. Dann sage ich, okay, ich möchte das gern glauben, aber ich messe euch an euren Taten. Auch Sie, Frau Dr. Merkel, ich messe Sie an Ihren Taten. Und ich messe Sie daran, was Sie jetzt zum Es wird ja der vierte Amtszeit sein. Was Sie in Ihrem vierten Amtszeit sagen. Jedes Wort. Denn Ihr Nachfolger, der muss das in 3,5 Jahren ausbaden, wenn das alles gelogen war. Oder Sie machen wirklich mal was und denken mal an das deutsche Volk zuerst. Nicht an das Universum. Brauchen Sie nicht dran zu denken. Sie brauchen auch nicht an Amerika denken. Das interessiert mich alles nicht. Wirklich nicht. Da ist auch einer. Ich möchte nicht sagen, dass ein armer Irrer ist. Nee, steht mir gar nicht zu. Ich kenne den Menschen ja nicht, aber der hat wilde Gedanken. Sag ich mal so. Ja, und dieser andere da in Russland, der hat auch so eine wilde Gedanken. Komischerweise mittlerweile haben sie alle wilde Gedanken. Verstehe ich nicht. Ja, und jetzt kommt noch ein neuer Spieler noch dazu. Dann haben wir unser Silvio in Italien, der nun gestern auch noch die Wahl gewonnen hat. Der lädt jetzt wahrscheinlich alle ein zur Bunga-Party oder sowas. Ne? Das wird auch lustig, ganz bestimmt. Also Leute, wirklich, was passiert hier auf dem Planeten? Irgendwas läuft hier falsch. Es läuft alles aus dem Ruder. Und das solltet ihr euch nicht antun, das einfach so hinzunehmen und zu sagen, Strich drunter, wir machen einfach so weiter. Nein, 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 nein.
ihr müsst das genauso wie ich ausleben. Das, was hier ein paar Schlaue auf diesem Planeten sich ausgedacht haben. In Amerika sind es nur noch Milliardäre, die was zu sagen haben. Die teilen das Land, die teilen die Welt unter sich auf. In Russland sind es auch bloß eine Handvoll Milliardäre und Oligarchen, die das alles in der Hand haben. Und bei uns sind es angeblich frei gewählte Abgeordnete. Ich weiß nicht, natürlich, mich hat keiner gezwungen, den zu wählen, den Abgeordneten, den ich gewählt habe, aber was dabei rausgekommen ist, das hat mich doch ein bisschen sehr erschreckt. Also, muss alles nicht sein. Es liegt an euch. Wirklich, und ich kann nur, wie in jedem meiner Videos, was ich über Politik mache oder sowas, sage ich immer wieder, Leute, ihr habt eine Profilseite bei Facebook. Und da steht ganz klar immer ganz oben drin, was machst du? Schreibt da bitte rein, ich überlege mir, dass mir das alles auf den Geist geht, was die da in Berlin verzapfen zurzeit. Ja? Schreibt das da rein. Ne, wirklich. Euer Leben ist morgen noch nicht zu Ende, auch wenn einige das sagen. Glaubt es. Es wird sicher die einen oder anderen erwischen. Vielleicht mich auch irgendwann mal, gar keine Frage. Aber noch ist es nicht so weit. Ja? Weil ich habe gestern reingeschrieben, oder vorgestern war das, heute ist ein schöner Tag, weil das ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Und bis zum Rest meiner Tage werde ich das noch mit Freude genießen, das Ganze. Und werde noch hier ein paar Mal sicherlich den Leuten auf den Geist gehen. So, Leute, das war jetzt zur Politik. Jetzt noch was anderes. Ihr seht oder habt von mir Videos gesehen, da habe ich Werbung gemacht für einige Sachen. Ich habe wahnsinnig viele Anfragen bekommen, ja, im Messenger, ganz einfach, was mir einfällt, solche Dinger da zu machen. Tja, was fällt mir ein? Leute, es ist mein Recht! Ich darf das, ihr dürft das auch. Nur wisst ihr, was der Unterschied zwischen uns ist? Ihr schreibt die Scheiße da rein. Und ich erzähle darüber. Wo ist jetzt das Problem? Wenn ihr es nicht sehen wollt, dann macht es doch nicht an. Und wenn ihr es nochmal sehen wollt, ich bemühe mich fast alle Videos, die ich hier mache, auf meinem YouTube-Kanal abzulegen. Damit ihr euch die nochmal reinziehen könnt. Damit ihr wieder sagen könnt, ah, Meister Eder ist wieder im Gang. Na, scheiße, ich warte immer noch auf Pumuckl, du komischer Heini. Ihr dürft mich nicht anzählen und dann den Schwanz einziehen. Das ist nicht. Habt euch den falschen Spielkameraden ausgedacht? Wirklich nicht. Also wenn, dann habt Arsch in der Hose. Und steht dazu. Facebook verbietet euch nicht, hier auch live zu gehen und eure Sachen zu promoten. Oder habt ihr Angst, dass einer sagt, das ist Betrug? Nein. Wenn ich für ein Kia für eine Probefahrt Reklame mache, dann ist das kein Betrug. Weil dieses Auto gibt es und diese Probefahrten gibt es. Und ich kann mich da anmelden, was ich auch selber gemacht habe und werde dann bei denen eine Probefahrt machen. Ist so. Tut mir leid. Da geht es um was Reales. Wenn ich aber höre, wir haben eine Kryptosache, die brauchst du nur in deinem Google ablegen. Und dann sammelt der Geld, der Apparat, der den ganzen Tag, der ist den ganzen Tag nur am Main, am Schürfen. Und dann habe ich dann mal so nach 8 oder 10 Tagen, habe ich da 94 Cent verdient. Na toll. Das ist doch geil. Das ist keine Verarsche? Das ist Verarsche. Das ist Verarsche. Wenn ich den Leuten zeige, wie man eine Kreuzfahrt bucht, das ist keine Verarsche. Aber wenn ich sage, hier, leg ich mal das Ding an und komme in meine Struktur und dein Computer arbeitet für mich mit, aber ich sage das nicht, nein, das läuft im Hintergrund. Und sage dann, warum dein Computer läuft das so? Sollst du ja mal 24 Stunden laufen lassen, dann hast du auch in 10 Tagen 94 Cent verdient. 94 Cent. Du hast bist doch ein bisschen Strom mehr verbraucht, das spielt ja keine Rolle. Es ist ein Minusgeschäft, für dich ist es Minusgeschäft, für den, der dich reingebracht hat, natürlich nicht. Leute, schreibt die an, die sowas machen. Das sind die Verbrecher. Das sind die Verbrecher. Wenn ich hier was mache, ganz einfach, dann mache ich es aus freien Stücken. Ja, sicherlich. Ich habe jetzt was gemacht über den Dressplaner. Natürlich, ich werde mir das ansehen. Ich bin da reingegangen, ich möchte gerne mitreden. Das war für mich auch mal der Grund, bei Happy Life World reinzugehen. Ich wollte mitreden.
Und wenn ich sehe, es läuft etwas nicht, dann sage ich, hallo Leute, für mich ist es Geschichte. Es läuft nicht. So. Das Recht nehme ich mir. Und das sage ich hier live. Ob es jemandem gefällt oder nicht, bitte. Es gibt hier einen ganz großen Knopf, draufdrücken oder eine andere Seite aufrufen. Bitte, schön. Ja. Ich zwinge doch keinen. Nur wenn ihr mich anzählt, dann müsst ihr mit meiner Reaktion rechnen. Ist halt so. Hallo. Wir leben in einem Land, in dem jeder seine freie Meinung sagen darf. Ich weiß, dass es einige Leute gibt, die sagen, oh Gott, das ist mir, ich müsste sie vergasen. Hat mir einer geschrieben. Ja. Sag, Bruder, du bist ein paar Jahre zu spät geworden. Ganz einfach. Wirklich. Ja. Deine Freundin hättest du ausnehmen können, wenn du 19 Uhr geboren wärst. Ja? Dann wärst du als Adolf an der Macht, dann wärst du 33 gewesen oder 35 oder 36. Dann hättest du mitspielen können. Und wahrscheinlich dich dann nach dem Krieg hingestellt, hättest du gesagt, ich habe davon nichts gewusst. Du konntest mitspielen. Nein, das war nicht mein Nazi. Nein, aber mir schreiben, ich müsste mal vergasen bei so einer Einstellung. Das ist krank. Das ist krank, Leute. Wirklich. Und ich lasse mir von diesen Menschen den Mund nicht verbieten. Solange bis mich Facebook hier sperrt, ganz einfach, werde ich hier weiter live drauf sein. Ich werde weiter live meine Gedanken zur Politik haben, meine freien eigenen Gedanken. Ich werde Produkte hier vorstellen, die mich interessieren, um mitreden zu können. Und wenn ihr meine, schon beim, nur jetzt mal das mein letztes Video vom Dressplaner, wenn ihr das richtig, den letzten Satz, zieht euch hier, da rein, in die Ohren, damit es hier im Kopf auch bei euch ankommt. Und wenn es dir dann nicht gefällt, kannst du dich ja wieder abmelden. Das sage ich dazu. Nicht komm in meine Downline und mach und ackere und komm ins Tun, das werde ich nicht sagen, das ist mir zu blöde. Also, ich mache da mit. Na klar. Und ich rede da öffentlich drüber. Na klar. Aber genauso rede ich öffentlich auch darüber, wenn ich da rausspringe und sage, Leute, tut mir leid, für mich hat sich das Kapitel erledigt. Es geht nicht. Ja? Wirklich nicht. Das müsst ihr euch aber auch antun. Ihr solltet auch sagen, ja, na klar mache ich mit. Keine Frage. Aber ihr sollt auch dazu stehen. Und ihr sollt auch zustehen, wenn ihr da rausspringt. Damit ihr anderen vielleicht noch die Augen öffnet und sagt, hinterfragt doch das Ganze mal. Sieht das nicht alles durch die rosa-rote Brille, wie es euch verkauft wird. Hinterfragt es, kann das wirklich was werden? Und wenn du für dich selber zu dem Standpunkt kommst, zu dem Punkt kommst, wo du sagst, nee, wahrscheinlich kann das nichts werden, dann spring raus. Oder lass es passiv weiterlaufen. Das heißt, kümmere dich nicht mehr drum. Vielleicht kriegst du ja mal ein bisschen Geld. Katrin, ich muss mich nicht beruhigen. Nein. Wirklich nicht. Echt nicht. Zum Beruhigen brauche ich auch keine Zigarette. Natürlich nicht. Nein. Nur weißt du, Katrin, du weißt es doch. Du gehst doch auch live. Du weißt doch, wie man angegiftet wird. Warum? Es kann hier jeder live gehen. Hallo. Ich denke mal, jeder hat eine Kamera. Und jeder kann hier seine Meinung sagen. Aber dann tut es auch. Und wenn ihr es nicht macht, dann schreibt mir nicht irgendwie, dass ich vergast werden soll. Wirklich nicht. Ist doch einfach, oder? Es ist ganz einfach. Es liegt an jedem selbst. Ihr könnt euch bei der Politik verarschen lassen, ihr könnt euch im Geschäftsleben verarschen lassen, ihr könnt euch im Network verarschen lassen, ihr könnt euch immer verarschen lassen. Natürlich. Bitte. Es gibt Leute, die wollen sich verarschen lassen, die finden das toll, dass sie vorgeführt werden. Ist doch schön. Ich gehöre nicht dazu. Und deshalb sage ich meine Meinung. Über Politik, über Network, über wilde Geschäfte, natürlich rede ich darüber. Gott. Aber das Recht hat jeder. Jeder. Jedenfalls hier in diesem Land, in dem wir leben, in der Bundesrepublik Deutschland, im Jahre 2018. Hier wirst du dafür nicht erschossen. Wirklich nicht. Und das Recht nicht vergast. Auch wenn das viele möchten. Von diesen armen Irren. Gut, Leute,
Nein, ich muss nicht runterfahren. Mir macht das Spaß. Mir macht das Spaß. Natürlich suche ich auch die Konfrontation. Natürlich möchte ich provozieren. Na klar. Warum auch nicht? Aber das könnt ihr auch. Ich habe kein Sonderrecht. Habe ich nicht. Ihr habt das gleiche Recht auch. Was uns unterscheidet? Ja, eins. Ich drücke hier drauf und sage, ich gehe live und sage das, was ich denke. Und ihr macht es nicht. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch deshalb? Bin ich deshalb ein schlechter Mensch? Weiß ich nicht. Wenn mich das als schlechter Mensch sieht, Gott, habe ich Pech gehabt. Wirklich. Kann ich mit leben. Ich kann damit leben und ihr könnt das sicherlich auch mitnehmen. Also ihr braucht mich nicht, aber ich brauche euch. Ja klar, sicherlich. Ja, bitte. Abonniert mich. Abonniert meinen YouTube-Kanal. Seht euch die Videos nochmal an. Macht euch ein Bild über das, was ich erzähle. Und dann schreibt mich an. Und dann, wenn ihr wirklich wisst, was ich in einem meiner Videos gesagt habe, egal ob es über Politik war oder ob es über irgendein Geschäft war oder irgendeine Vorstellung oder irgendeine Werbung. Wenn ihr das wirklich wisst, dann könnt ihr mich gern anschreiben. Kritik ist gut. Konstruktive Kritik ist besser. Ja? Weil die bringt mich auch nach vorne. Ja? Leute. Der Mann hat wirklich so lange Haare und der hat wirklich ganz, ganz lange Haare und der trägt einen Pferdeschwanz. Aber ich bin nicht Jesus und ich weiß nicht alles. Also, wenn ihr meint, ihr wisst etwas besser als ich, dann sagt es mir. Kommuniziert mit mir. Schreibt es mir. Ich bin gern bereit, mir alles anzusehen, alles durchzulesen, gar keine Frage. Ja? Aber es muss oder es sollte. Es sollte auf einem Niveau stattfinden, ganz einfach, wo man sagt, man kann sich da auch treffen und nicht eine wilde Geschichte machen. Also nochmal, abonniert mich, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Abonniert meinen YouTube-Kanal, ihr braucht ja nur meinen Namen anzugeben, dann seht ihr die ganzen Dinger, die Videos. Gebt mir einen Daumen hoch, Daumen runter. Aber bitte, einfach abonnieren und dann bleibt ihr immer, ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand. Und ihr werdet bestimmt keins dieser wilden Videos von mir wieder verpassen. Es ist immer eure Entscheidung. Natürlich, klar, sicher, ich kann hier keinen reinprügeln und kann sagen, los, abonniere mich jetzt und meine Freundschaftsanfrage an oder stell du mir eine Freundschaftsanfrage oder nee. Alles immer euer Problem. Ja? Aber bitte, bemüht euch ein bisschen sachlich zu bleiben, mich nicht so zu provozieren, Annahme, dass ich wirklich sage, du bist ein Arsch. Das sage ich auch. Na klar, sicherlich. Manchmal sogar zu mir selber. Ich bin ehrlich. Wirklich. Nein, aber bitte, ehrlich. Lasst es sein, wenn ihr zu beleidigend werdet, dann überlegt euch das dreimal und zählt von 10 runter bis auf 0 und dann seid ihr wieder da und dann ist es in Ordnung. Ansonsten hat es mich wieder mal gefreut. Es ist wieder eine Dreiviertelstunde rumgegangen. Ich habe euch wieder eine Dreiviertelstunde eurer Lebenszeit habe ich euch jetzt geklaut. Nein, es tut mir nicht leid. Nein. Nein. Ganz bestimmt nicht. Aber trotzdem bedanke ich mich bei euch. Ja. Ich bedanke mich dafür ganz einmal, dass ihr zugehört habt. Und mal sehen, was bei rauskommt. Jetzt bin ich gespannt, welche Reaktion ich jetzt wieder bekomme. Ich hoffe, dass sie nicht ganz so schlimm sind. Und wer das noch mal sehen möchte, dann wirklich. Ich kann nur jedem sagen, ja, ich habe diese Kia-Werbung wirklich gemacht, weil es ging wirklich um eine Sache, die man wirklich machen kann. Man kann da sich eintragen und dann kann man da wirklich eine Probefahrt mit so einem Auto machen. Gut, ihr könnt euch das gerne nochmal ansehen. Wie gesagt, auf YouTube ist das alles hinterlegt oder hier bei mir auf der Profilseite nach unten scrollen, irgendwo findet das ja auch, aber bei YouTube habe ich es alles hinterlegt. Ja. Mehr wollte ich heute gar nicht von euch. Nur es hat mich tierisch aufgeregt, dass das
ein Olaf Scholz jetzt mit einem Finanzminister wird, der da die Kohlen verbraten hat mit ganz einfachen, weiß ich nicht. Also, es ist ein ich denke mal, diese Regierung wird ein wildes Sammelsurium werden. Mal sehen, was da rauskommt. Ich hoffe mal was Vernünftiges für dich und für mich und für alle. Okay, in dem Sinne. Die nächste Geschichte über Politik wird am Donnerstag laufen. Ich denke am Donnerstag. Also, pass auf, jetzt mal eine andere Sache. Mir haben einige Leute jetzt gesagt, um Gottes Himmels Willen, wie kannst du denn bitte 14:30 Uhr, das ist doch keine Zeit, da kannst du nicht online gehen. Schreibt mir rein, welche Zeit ist für euch optimal? Oder würdet ihr als angenehm empfinden? Ich bin vollkommen frei und vollkommen offen und sehe mir das Ganze an. Ja? Und dementsprechend lege ich dann so meine Zeiten. Gar kein Problem. 19 Uhr, immer 19 Uhr, das ist ja langweilig. 19 Uhr macht ja jeder seine Sendung. Kannst du nicht mal 19:22 Uhr und 23 Sekunden oder sowas schreiben? Ist doch Blödsinn, wenn man 19 Uhr weiß. Gott, nein, immer die gleichen Verdächtigen. Rainer. Rainer. Mann, 19 Uhr. Los, Leute, schreibt es mal rein oder schreibt mich an, geht auf meine Profilseite oder sowas. 18:57 Uhr, okay, das ist eine gute Zeit, das werde ich mal merken. Nein, Leute, ehrlich, mich würde es wirklich mal interessieren. Welche Zeit ist für euch gut? Ja? Und dann machen wir das. Und dann sehen wir uns hier live wieder. Wie gesagt, am Donnerstag wieder mit irgendwas an Politik und zwischendurch vielleicht mal eine Werbesendung oder sowas. Weil meine lieben Freundinnen sind ja auch immer hier live dabei und kommentieren auch mit. Und ich werde natürlich wieder, ihr wisst, ich habe die Webseite der Empfehler.de und da habe ich ja eine Gastbeitragsseite drauf, ganz einfach. Da ist der Rainer, da ist die Katrin, da ist die Ingrid, da ist die Petra. Die stellen da ihre eigenen Webseiten vor, ihr eigenes Business stellen sie vor. Und ich kann nur jeden einladen, ganz einfach, wenn du eine eigene Webseite hast und möchtest etwas promoten, dann führe es bei mir vor. Bitte schreib mich an und dann wirst du eingepflegt, dann kommst du mit auf die Seite unter Gastbeiträge. Wie gesagt, ich übernehme für die Inhalte übernehme ich keine Verantwortung. Die Verantwortung liegt bei euch. Ich stelle meine Seite dann als Plattform zur Verfügung. Natürlich habe ich gewisse Ansprüche, ganz einfach, also kommt mir einer mit einer Pornoseite an oder sowas, dann sage ich, nein, danke, muss ich nicht haben. Pädophilenseite brauche ich auch nicht. Also bitteschön, das muss alles nicht sein. Ansonsten, ja, wer ein gutes Geschäft hat oder meint, er hätte ein gutes Geschäft, er muss aber auch wirklich dahinter stehen, hinter dem Geschäft. Er muss dahinter stehen und muss sagen, ja, toll, klasse, so wie die Katrin das macht mit ihren Live-Dingern, wenn sie sich da schminkt. Da gehört eine ganze Menge Mut zu, das sehe ich ein. Ich finde das aber toll, dass sie es macht, weil man spürt es bei ihr auch. Sie sammelt nicht irgendwas auswendig, was sie abgelesen hat, vorher, was sie gelernt hat, sondern sie zeigt, wie sie sich schminkt und das ist gut. Ja, wirklich. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie an. Genau wie den Rainer mit RLV-Reisen und so. Aber bitte, ihr kennt das. Ich möchte jetzt nicht eine Werbesendung draus machen hier. 53 Minuten und 19 Sekunden, 20. Ich werde jetzt mal hier den roten Knopf drücken und werde sagen, danke, dass ihr dabei wart. Politik wieder wie Donnerstag, es sei denn, vorher passiert irgendwas Entscheidendes oder sowas, dann werde ich mein Maul natürlich wieder aufreißen. Und ansonsten vielleicht nochmal so die ein oder andere Werbegeschichte zwischendurch. Vielleicht komme ich nochmal live mit der Dressplaner-Geschichte. Weil die finde ich zurzeit ganz spannend und das ist ganz gut. Aber jetzt muss ich ein bisschen schnell machen, weil ihr seht, von da kommt die Sonne und da bin ich nicht mehr zu sehen. Ja, ich weiß, einige Leute werden sagen, Gott sei Dank ist der endlich weg. Nein, ich gehe auch so. Also Leute, nochmal. Danke, dass ihr zugesehen habt. Bis Donnerstag oder zwischendurch, wenn ich mal über den Dressplaner ein Live-Video mache, ja? Okay, ich danke euch und tschüss.